Seit 1966 hat der zentrale Omnibusbahnhof, abgekürzt ZOB, seinen Standort am Messedamm Ecke Masurenallee. Damit ist er optimal aus allen Himmelsrichtungen erreichbar und bestens in das Berliner Nahverkehrssystem integriert. Die Bushaltestelle direkt vor der Tür. Der S-Bahnhof Messe Nord und der U-Bahnhof Kaiserdamm sind nur wenige Schritte entfernt. Natürlich gibt es auch einen Taxihalteplatz, das ZOB-Reisebüro, eine Autovermietung, mehrere gastronomische Einrichtungen, einen Pkw-Parkplatz und das integrierte Ibis-Hotel. Der zentrale Omnibusbahnhof hat viele prominente Nachbarn. Das Messegelände mit dem ICC und dem Berliner Funkturm. Natürlich auch den Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Haus des Rundfunks. Von Berlin aus sind mehr als 350 Ziele in ganz Europa mit dem Bus erreichbar. Umgekehrt ist der ZOB auch für Berlin-Touristen ein bedeutendes Eingangstor, um von hier aus die Millionenmetropole zu entdecken. Nicht nur für die Fahrgäste, sondern auch für die Busunternehmen bietet der ZOB eine Reihe von Vorteilen, ob Linien- oder Gelegenheitsverkehr. Für Reisebusse ist die Adresse Messedamm 10 bis 12 die beste Anlaufstelle in Berlin. Betrieben wird der zentrale Omnibusbahnhof von der IOB, einem Tochterunternehmen der Berliner Verkehrsbetriebe BVG. Der diensthabende IOB-Verkehrsleiter Klaus Lamprecht hat alles im Griff und ist stets für Busbesatzungen und Fahrgäste ansprechbar. You can buy a ticket on the next counter, please. Okay. Wer technische Probleme mit seinem Reisebus hat, dem wird in den Werkstätten auf den BVG-Betriebshöfen prompt geholfen. Natürlich können die Busse hier auch gewaschen werden, damit sie für die Fahrgäste in neuem Glanz erstrahlen. Immer mehr Busunternehmen entschließen sich, den ZOB auch im Gelegenheitsverkehr zu nutzen. Zu Großveranstaltungen und Messen wie der Grünen Woche treffen morgens bis zu 60 Busse ein, die hier den ganzen Tag über stehen bleiben können. Kurze Wege zum Messegelände machen den ZOB attraktiv. Jahr für Jahr werden hier rund 63.000 Busse abgefertigt, mit mehr als 3,2 Millionen Fahrgästen. Tendenz weiter steigend. Der Omnibusbahnhof am Berliner Funkturm. Hier wird Abschied genommen und Wiedersehen gefeiert. An einer zentralen Drehscheibe für Berlin, Deutschland und Europa.